Ja, es freut mich, dass so viele sich Freitagabend mit einem doch ein bisschen leidigen Thema beschäftigen möchten, müssen, wollen, wie auch immer. Ich habe mir heute vorgenommen, ich möchte euch ein bisschen Überblick geben. Ich habe den ganzen Vortrag jetzt einmal als mit dem Überbegriff Urheberrecht in der Praxis einfach praxisnah für die Fotografen bezeichnet. Es geht um eure Ansprüche, das heißt um die Anspruchstellung, es geht um die Durchsetzung eurer Rechte und es geht, wie es Anna auch schon kurz einmal vorher angesprochen hat, auch um eure Pflichten in irgendeiner Art und Weise, nämlich um den Umgang mit den Rechten Dritter, die eventuell auch noch an den Fotos dranhängen könnten. Ich darf mich kurz einmal vorstellen. Mein Name ist Nina Steinmeier. Ich habe gemeinsam mit dem Florian Pittner eine Rechtsanwalts GmbH, die den Rechtsschutzverband der Fotografen Österreichs vertritt. Das heißt, wir sind für alle Berufsfotografen in Österreich zuständig, das heißt auch für euch in der Steiermark. Ihr könnt euch jederzeit an uns wenden. Wir haben zwei Standorte: einmal bei mir, mein Herz, glaube ich, dass ich aus Oberösterreich bin. In Mauthausen bin ich, mein Kollege ist in Wien. Wir sind telefonisch per E-Mail erreichbar für euch jederzeit, auch gerne mal persönlich, wenn es irgendwen von euch einmal nach Oberösterreich verschlagen sollte oder nach Wien. Und natürlich auch die RSV-Seite. Ich weiß nicht, wie viele von euch den RSV kennen, zu dem komme ich eher nachher noch kurz. Gibt es auch ganz interessante Seiten mit Downloadmuster, wo der Honorarrechner drinnen ist. Ist vielleicht auch ganz interessant zum Anschauen. Wie gesagt, kurz einmal zu dem Inhalt von heute. Ich möchte gar nicht zu sehr jetzt ins Detail gehen. Ich habe mir die meines Erachtens wichtigsten Themenbereiche rausgesucht, mit denen ich in meiner täglichen Arbeit mit den Fotografen immer wieder konfrontiert bin und mit denen natürlich ihr als Fotografen halt auch konfrontiert werdet. Das sind zum einen einfach die Rechtsgrundlagen des Urheberrechts, damit wir einfach ganz kurz einmal darüber gesprochen haben, wer ist Urheber, wo schützt das Urheberrecht, was kann man mit einem Foto machen. Ich habe es eh versucht, so wenig wie möglich juristisch zu gestalten, kann ich aber ein paar Gesetzesbegriffe leider Gottes heute nicht ersparen, das ist leider so. Zweites Überthema wäre dann das Recht am eigenen Bild, sprich die Modelrechte, die Rechte des Abgebildeten, die halt gerade seit der Datenschutzgrundverordnung auch immer wichtiger werden und die man natürlich auch abklären muss. Drittes Thema ist die Rechtsdurchsetzung, also quasi, was kann ich als Fotograf machen, wenn jemand mein Bild verwendet, wenn irgendeine Rechnung nicht bezahlt wird, wenn irgendwas nicht so gemacht wird, wie man es vereinbart hat. Und das ganz letztes Thema, für die, die noch nicht kennen, den Rechtsschutzverband, ich möchte euch dann kurz erklären, welche Leistungen der Rechtsschutzverband quasi für die Fotografen erbringt. Ja, wir fangen jetzt ganz kurz an. Wir müssen ganz kurz uns überlegen, okay, was ist im Urheberrecht geregelt? Es gibt das Urheberrechtsgesetz, es ist das Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte. Ein ewig langer Begriff. Dieses Gesetz gibt es seit 1920, ist ziemlich alt und umfasst quasi alle Werke, die nach Ansicht des Gesetzgebers urheberrechtlichen Schutz genießen. Ja, das sind zum einen Werke der Literatur, sprich Sprachwerke, Bücher und so weiter, Theaterstücke, zum anderen natürlich Werke der bildenden Künste, da gehört auch die Fotografie dazu und natürlich Werke der Filmkunst. Das Ganze im Urheberrecht oder beziehungsweise im Urheberrechtsgesetz ist als taxativer Katalog geregelt, das heißt grundsätzlich abschließend. Es ist nicht so, dass dann, wenn neue Sachen aufkommen, dass man die dann automatisch auch schützen kann. Dafür muss der Gesetzgeber den Schutz erweitern. Das hat er unter anderem zum Beispiel gemacht bei Software, bei Computerprogrammen. Die waren natürlich 1920, hat halt weder der Gesetzgeber noch sonst irgendwer an Software oder an Computerprogramme gedacht. Die sind erst dann, jetzt mittlerweile, glaube ich, vor 20 Jahren dann einmal verankert worden im Urheberrecht, durch Sprachwerke aller Art, dazu sind die zum Beispiel dazu. Grundsätzlich ist so, dass der Schutz im Urheberrecht für alle Lichtbilder gilt, die für euch angefertigt werden, außer jetzt zum Beispiel Passbilder oder Kartografie. Das war auch relativ lang ein Streitthema und das Ganze haben wir eigentlich erst 2001 durch eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes dann geregelt, wo es darum gegangen ist, sind quasi Lichtbildwerke umfassend vom Urheberrecht geschützt oder sind es nur einfache Lichtbilder, nur unter Anführungszeichen, dann gibt es nämlich hat es einen vereinfachten Schutz gegeben. Das ganze Problem haben wir nicht mehr, es ist jedes Foto, das ihr anfertigt, wie gesagt, abgesehen von Passbildern oder von kartografischen Aufnahmen, grundsätzlich umfassend urheberrechtlich geschützt. Das ist, glaube ich, einmal ein ganz wichtiger Punkt, den man sich unbedingt einmal merken sollte. Das heißt, jedes Foto, das ihr macht, sei es jetzt, ob sie das privat macht, im Auftrag eines anderen, bitte, ja?
Naja, zu dem komme ich gleich, wer Urheber ist, aber grundsätzlich bei Fotoboxen würde ich auch eher in Richtung Passbildautomat gehen. Es sind halt natürlich Aufnahmen, die jeder grundsätzlich gleich lösen würde. Ja? Und damit bin ich bei Passbildern und damit bin ich zwar im einfachen Lichtbildschutz drinnen, der halt nicht so viele Ansprüche zeitigt wie der urheberrechtliche Schutz, aber ich bin zumindest in dem drinnen. So, aber dann wären wir eh gleich beim nächsten Thema, wer quasi Urheber ist. Also wir wissen jetzt einmal grundsätzlich sämtliche Lichtbilder, wie gesagt, abgesehen Passbildautomaten und nehmen wir jetzt die Fotoautomaten auch mit rein, sind urheberrechtlich geschützt. Die Frage ist halt nur, wer kann diesen Schutz durchsetzen oder wer kann diesen Schutz für sich beanspruchen? Und das Gesetz geht da ja relativ einfach dran und sagt halt, Urheber eines Werkes ist der, der es geschaffen hat. Sagt, wie halt leider Gottes vieles im Gesetz, alles und gar nichts irgendwo. Ja? Weil die Idee dahinter, naja, okay, wer hat jetzt was geschaffen, wer hat jetzt was gemacht, wer ist wie beteiligt, ist halt eine Auslegungsfrage und ist halt eine Frage, die man halt in jede Richtung eigentlich grundsätzlich sehen kann. Also es ist so, dass der Gesetzgeber oder dann die Judikatur irgendwann gesagt hat, nee, es geht nach dem Schöpferprinzip. Das heißt, auch bei Werkschöpfungen, die auf Auftrag gemacht worden sind, die auf Bestellung gemacht worden sind, bleibt trotzdem der Urheber der, der es halt wirklich tatsächlich das Werk geschaffen hat. Und es ist, wenn zu euch ein Kunde ins Geschäft kommt und sagt, so bitte, ich brauche Porträtaufnahmen oder was auch immer, dann wird er damit nicht automatisch Urheber oder Miturheber, ja, weil er ja keinen eigenen geistigen Beitrag quasi zu dieser Schöpfung, nämlich zur Herstellung dieses Fotos geleistet hat. Es ist grundsätzlich immer halt die Frage, oder beziehungsweise haben es wir in der Praxis immer wieder, dass zum Beispiel die Leute, also die Models, die abgebildet sind, kommen und sagen, naja, ist eh mein Foto, ich bin auch Urheber, ich kann auch damit machen, was ich will. Der Auftraggeber genauso, also der Kunde, der sagt, naja, ich habe die Fotos beauftragt, damit bin ich Urheber, damit mache ich damit, was ich will. Vielleicht der Eigentümer der Kamera, ja, wenn es nicht eure Kamera ist, wenn ihr fotografiert. Oder der Eigentümer von dem Set, wo ihr fotografiert. Kommt immer wieder vor, kommt auch bei uns in der Praxis in den Rechtsstreitigkeiten tatsächlich vor, dass mit solchen Argumenten versucht wird, das Urheberrecht des Fotografen zu schmälern, weil tatsächlich grundsätzlich bis auf wenige Einzelausnahmen der Fotograf der alleinige Urheber des Fotos oder des Lichtbildwerkes ist, das er eben geschaffen hat. Also das ist einmal ganz wichtig, also wenn euch irgendein Auftraggeber damit kommt, naja, mir stehen eh die Urheberrechte zu oder was auch immer, das ist nicht so. Also es ist tatsächlich de facto wirklich der Fotograf, dem oder die Fotografin, dem die, oder der die Rechte hat tatsächlich an den Fotos zustehen. Aber so. Jetzt, wenn ich die Fotobox habe zum Beispiel, ja. Da steht ja Start der Fotobox, dann betätigt ja der Kunde oder der Gast die Fotobox. Ja. Ja, dann hat ja er eigentlich. Aber in urheberrechtlichen Schutz hat er nicht, weil ich die Fotoautomaten genauso wie als Passbildautomaten sehe, weil da passiert ja auch nichts anderes. Also habe ich maximal diesen Werkschutz, ja, oder den Herstellerschutz, der relativ weit hinten im Urheberrecht geregelt ist und der nicht recht für Ansprüche nach sich zieht. Also mit dem tue ich mir relativ schwer. Weil da ist halt dann die Frage, was habe ich vertraglich mit meinem Kunden ausgemacht, dem ich die Fotobox hingestellt habe. Steht da drinnen, was er mit den Fotos machen darf? Ist da irgendwas angeführt, wer als Hersteller angeführt ist? Weil da rede ich nicht von Urheberschaft, sondern da rede ich nur unter Anführungszeichen von Herstellerschaft. Da ist halt die Frage, wie ich es mit meinem Kunden dann ausmache. Und wenn man so ein Slogan reintut, wir machen Sie darauf aufmerksam, dass diese Fotos auch verwendet werden können und der bestätigt das, dann ist er eigentlich selber schuld, oder? Gut, da, also Sie meinen jetzt, wann quasi der Fotoboxbetreiber dann die Fotos verwendet, um damit, weiß nicht, Werbung zu machen, ja, oder die, ja, irgendwo. Naja, da sind wir beim Recht am eigenen Bild und da brauche ich die Zustimmung des Abgebildeten. Ja, und die Frage ist, zu dem kommen wir eh nachher noch, wie erreiche ich diese Zustimmung am besten? Grundsätzlich, ausdrücklich, schlüssig. Ich muss ja beweisen können, dass er de facto damals wirklich zugestimmt hat. Und das ist ja immer dann die Streitfrage. Am gescheitern ist, ich lasse demjenigen, dem ich die Fotobox vermiete, einen Passus oder einen Vertrag unterschreiben, wo halt explizit das drinnen steht. Dass die Fotos verwendet werden, dass er sich darum zu kümmern hat, dass jeder, der in dieser Fotobox Fotos macht, tatsächlich damit einverstanden ist. Weil nur dieses Ding durchrennen ist zwar schon mal gut und schön, aber ich muss zum Schluss auch beweisen, dass es wirklich durchgerannt ist. Und dann müsst ihr einen Zeugen hinstellen, der sich das anschaut und bei jedem Foto dabei steht und dann nachher sagt, ja passt, der hat draufgedruckt, weil er hat das vorher gelesen. Also das würde ich mir eher schriftlich irgendwo bestätigen lassen. Ja, da gibt es nichts, was nicht gibt. Also, aber zu dem, also wir kommen zum Recht am eigenen Bild, dann können wir das nochmal besprechen. Bitte. Ja, wenn ich ein Angestelltenverhältnis habe, ja, und die Firma die Fotos macht, ja, bin dann trotzdem wieder Urheber,
Grund, der Urheber grundsätzlich schon. Es gibt aber, wie gesagt, zum einen meistens regelt die das im Dienstvertrag, dass ich sage, die Lichtbilder, die wirklich de facto während der Arbeitszeit entstehen, sind quasi für den Arbeitgeber angefertigt. Damit darf sich der Arbeitgeber als Hersteller halt in irgendeiner Art und Weise bezeichnen. Und gleichzeitig meistens, also wenn es ein guter Dienstvertrag ist, übertrage ich mit diesem Dienstvertrag gleich alle Rechte an den Arbeitgeber. Wenn das nicht geregelt ist, kann ich natürlich als Urheber sagen, ich bin zwar Urheber daran, habe das aber im Rahmen meines Dienstverhältnisses gemacht, würde auch die Judikatur, wenn ich es wirklich ausstreiten würde, de facto so sehen, dass ich auch die Rechte übertragen habe. Ich kann mich zwar als Urheber benennen und kann nicht sagen, hallo, ja, ich bin der Urheber, nur kann ich relativ wenig damit tun, weil meistens davon ausgegangen wird, dass ich ein ausschließliches Werknutzungsrecht übertragen habe, wann ich nicht etwas anderes ausgemacht habe. Wenn es im Rahmen des Angestelltenverhältnisses gemacht wird, ist grundsätzlich nicht, nein. Außer ich mache das dann aus. Also es gibt ja teilweise so, dass man dann bei der Auflösung von dem Dienstvertrag hergeht und sagt, okay, was passiert jetzt mit den geschaffenen Werken, wie teilen wir uns die auf, wie gehen wir weiter damit vor. Dann kann ich es natürlich schon regeln, aber regeln muss ich es irgendwie. Weil sonst ist im Zweifel davon auszugehen, dass ich es im Rahmen meines Angestelltenverhältnisses gemacht habe. Außer ich kann halt beweisen, dass ich es am Abend gemacht habe oder danach oder wie auch immer. Aber das ist halt auch die Frage, das ist auch schwer. Ja, aber ich habe kein Angestelltenverhältnis, ich habe kein Dienstverhältnis mit der Agentur. Meistens bin ich beauftragt und lege eine eigene Rechnung an die Agentur, die es weiterverkauft. In den meisten Fällen. Diese komplette Rechte, also dass ich immer dann Rechte verkaufe, ist möglich, oder? Ja, natürlich. Möglich ist alles, aber als eigenständiger oder selbstständiger Fotograf, der nur auf Auftrag der Agentur arbeitet und kein durchgehendes Angestelltenverhältnis hat, da ist es ja anders zum Sehen. Da ist er nicht, sonst wäre ja, müsste man hergehen und sagen, quasi jedes Foto, das Sie machen, ist für die Agentur gemacht, was ja gar nicht sein kann, wenn Sie mit der Agentur angestellt sind, also wenn Sie nicht bei der Agentur angestellt sind, sondern nur im Rahmen von einem Werkvertrag oder halt dann auf Einzelverträge halt gebucht werden. Da ist es nicht so, also da habe ich das Problem grundsätzlich nicht, aber meistens gebe ich dort auch relativ viel beziehungsweise fast alles ab, wenn man sich diese Agenturverträge einmal genauer anschaut. Also die wollen das natürlich auch so haben, was auch durchaus nachvollziehbar ist, aber das ist auch eine Sache, die man aushandeln kann. Aber zu dem kommen wir dann eh noch, weil das ist nämlich genau dieser Punkt mit Verwertungsrechte, mit Persönlichkeitsrechte, was bleibt bei mir und was geht weiter. Also ich habe natürlich als Urheber, als Fotograf der Bilder verschiedene Rechte an diesen Fotos. Ja, ich habe zum einen einmal die Persönlichkeitsrechte, das heißt, ich darf mich als Hersteller, ich darf mich als Urheber benennen. Ich habe damit einhergehend eben diesen Werkschutz, also diesen urheberrechtlichen Schutz und ich habe die Verwertungsrechte. Das heißt, ich kann dieses Werk, ähnlich wie ein Musiker seine Songs verwertet, auch de facto verwerten. Ja, das ist im Urheberrecht, da spare ich jetzt die ganzen Paragraphen. Das ist ab Paragraph 14 fortfolgende geregelt. Dieses Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungsrecht, das Zurverfügungstellungsrecht, das ist wirklich im Gesetz schön aufgeführt, wo man genau sieht, was kann man mit diesen Fotos, mit diesen Werken de facto wirklich machen. Ja? Und das ist nämlich dann genau das, zu dem kommen wir dann diese Übertragung dieser Rechte, die Übertragung der Bewilligungen, das schauen wir sich aber jetzt in einem weiteren Schritt an. Wie gesagt, grundsätzlich das Urheberrecht an sich, das kann ich nicht übertragen, ja, solange ich lebe. Das geht einfach nicht. Das geht irgendwann an die Erben über. Es steht zwar in jedem zweiten Vertrag, den ich kriege zur Überprüfung, steht drinnen und der Fotograf übergibt dem Kunden das Urheberrecht, wo ich jedes Mal das alles wieder rausstreiche, weil nicht nur, dass es nicht geht, es ist auch juristisch völlig falsch. Ich kann kein Urheberrecht übertragen, das geht halt einmal nicht. Ja. Aber man es nur so sehr will, es bleibt immer beim Urheber, beziehungsweise geht im Erbwege nach meinem Tod natürlich auf die Erben über. Aber ich kann es unter Lebenden einfach de facto nicht veräußern. Ja. Was ich natürlich machen kann, ich kann an den Fotos oder an den Werken, die ich schaffe, kann ich entsprechende Nutzungsrechte oder Bewilligungen einräumen, sogenannte Lizenzvereinbarungen treffen mit meinem Auftraggeber, mit meinem Kunden, mit wem auch immer, wer halt Interesse daran hat an dem Foto, dass es in irgendeiner Art und Weise verwendet. Und das ist jetzt diese Krux, die, glaube ich, in der Praxis die meisten Schwierigkeiten bereitet, nämlich die Unterscheidung, welche Rechte oder welche Bewilligungen übertrage ich. Ja?
Ganz, ganz grob gesagt unterscheidet man, jetzt wenn wir wirklich nur vom Gesetz ausgehen, unterscheidet man zwischen der Erteilung einer Werknutzungsbewilligung und der Einräumung eines Werknutzungsrechts. Also es gibt im Endeffekt nur eigentlich zwei Sachen, ja, was ich machen kann. Wir beschäftigen uns erst kurz mal mit der Werknutzungsbewilligung, weil das sollte eigentlich Standard sein, und dann erst nachher kurz mit dem Werknutzungsrecht. Das Werknutzungsrecht ist de facto wirklich ein ausschließliches Recht, was ich übertrage, aber zu dem kommen wir gleich. Also bitte vielleicht merken und unbedingt auch Kundenauftraggeber darauf hinweisen, egal was ihr übertragt an sogenannten Rechten, es sollten nur Bewilligungen sein, die ihr jemanden erteilt, um einfach in der Diktion des Gesetzes zu bleiben, wie es das Gesetz vorsieht. Das Problem, was man in dem Zusammenhang hat, es ist, glaube ich, das sehr an Deutschland angelehnt, weil Deutschland kennt die Unterscheidung zwischen Bewilligung und Recht nicht. Ja? Und jeder, der jetzt dann irgendwann einmal sagt, jetzt googelt ihr mal gar was über das Urheberrecht, wird relativ schnell auf deutsche Seiten stoßen. Und da ist auch immer von einfachen Nutzungsrechten oder Nutzungsrechten die Rede. Und deswegen hat sich das, glaube ich, auch bei uns ziemlich eingebürgert, dass ich grundsätzlich einmal davon ausgehe, ich räume ja Nutzungsrechte ein oder ich räume das Nutzungsrecht ein. Das ist aber in dem Sinne falsch, weil ich mit dem Werknutzungsrecht, das werden wir dann nachher gleich sehen, doch relativ viel oder beziehungsweise eigentlich alles hergibt, was ich habe, außer mein persönliches Urheberrecht. Aber zu dem kommen wir gleich. Also grundsätzlich mit der Werknutzungsbewilligung, das ist das, was ihr euch in den Kunden, der Agentur, dem Auftraggeber, wem ihr immer erteilen solltet, mit dem kriegt er ein einfaches Recht, ja? Ein nicht ausschließliches Recht, das heißt, er kann damit keinen anderen ausschließen, das Foto so zu verwenden, wie es ihr ihm erlaubt. Ja. Wie gesagt, das deutsche Recht spricht da von einfachen Nutzungsrechten, ist halt die Diktion ein wenig unglücklich gewählt. Wir bleiben bei Werknutzungsbewilligung, auch wenn ich es leider Gottes nicht auf viele Rechnungen, nicht auf viele Angebote lese, aber das wäre einfach die schönere Art und Weise, das auszudrücken, was sie eigentlich hergibt. Nämlich, dass ich jemanden erlaube, das Foto zu nutzen, schließe aber gleichzeitig nicht mich aus. Ich muss zwar im Rahmen dessen, was ich dem Kunden einräume, das dulden, dass der das so nutzt, aber mehr muss ich nicht. Das heißt, ich kann mit dem Foto immer noch alles andere machen, was ich will. Ja? Das heißt, ich muss mich nicht an Nutzung, einer weiteren Nutzung, einem weiteren Verkauf oder was auch immer enthalten. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann, was steht. Ich hätte euch zwei Beispiele abgedruckt, die kann es nämlich bei mir am Bildschirm auch nicht mehr lesen. Als Beispiele, was man machen kann. Also auf der linken Seite ist unten dann nach der Rechnung quasi und nach dem Ganzen angeführt, dass das Honorar für die Verwendung einmalig Print- und Online-Look-Magazin sowie die Bewerbung einer Show gilt, nur online, kein Print. Das heißt, und dann drunter noch, also als wichtiger Satz, etwaige weitere Verwendungen müssen mit der Fotografin abgeklärt werden. Das heißt, da hat die Fotografin einfache Werknutzungsbewilligung eingeräumt, nämlich, dass einmalig im Print verwendet werden darf und dass in einem Online-Look-Magazin verwendet werden darf, zur Bewerbung einer gewissen Show und von Partnern im Zusammenhang mit einer Veranstaltung, nur online und nicht im Print. Das heißt, einmalig Print und sonst nur online. Das heißt, es ist sehr genau definiert, wie es verwendet werden darf. Auf der rechten Seite ist auch ähnlich was definiert, da heißt zeitlich unbefristete werbliche Nutzungsbewilligung der Bilder und dann sind Rechnungen angeführt. Das heißt, da ist der Fotograf oder die Fotografin hergegangen und sagt, grundsätzlich gebe ich das jetzt zeitlich unbefristet her, das heißt, ich befriste das nicht auf ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr, was es ja immer wieder gibt, was auch durchaus empfehlenswert ist, sondern ich räume da jemanden jetzt einmal das zeitlich unbefristet ein und nämlich, dass sie es auch werblich verwenden dürfen. Kann man auch machen, man könnte es natürlich auch noch viel konkreter machen, nämlich genau sagen, wo darf man es online verwenden, darf man es Social Media verwenden, darf man es auf Plakate drucken lassen, in Prospekte, wo auch immer. Also da kann man relativ viel machen und sich relativ schön eigentlich spülen. Wie gesagt, das ist die Werknutzungsbewilligung. Ich erlaube damit meinem Kunden, meinem Auftraggeber, dass er das Werk halt in diesen gewissen Grenzen, die ich ihm halt setze, halt natürlich verwenden darf. Ja. Der Urheber behält aber das ausschließliche Recht, dass er selber mit dem Werk noch was anderes machen kann. Ja. Das heißt, er selber beschränkt sich dadurch nicht. Er kann das weiterverkaufen, er kann das von einem anderen veröffentlichen lassen, er kann damit machen, was er will grundsätzlich. Ja. Das heißt, es kann auch so sein, dass er halt einen anderen Kunden hat, der halt auch sagt, naja, das ist ein super Foto, das würde mich interessieren, darf ich es bitte auch verwenden. Ähnlich wie der Autor eines Theaterstückes, der wird auch mehreren Bühnen das Recht oder die Bewilligung einräumen, dass dann eben dieses Werk dort aufgeführt wird. Ja. Diese Werknutzungsbewilligung, die ich meinem Kunden gebe,
ist für einen Dritten völlig irrelevant. Ja, das heißt, der Kunde selber oder beziehungsweise der Dritte kann dagegen nichts machen, der Kunde kann auch nichts dagegen machen, anders wie beim Werknutzungsrecht, zu dem wir gleich kommen, wann jemand jetzt das Werk urheberrechtswidrig verwendet. Ja, das kann nur der Fotograf machen. Der Kunde kann die zwar darauf aufmerksam machen, aber der Kunde hat im Endeffekt auch nichts davon, wann das dann urheberrechtswidrig verwendet wird. Es gibt keine Weiterübertragung von solchen Werknutzungsbewilligungen. Das ist auch immer ganz wichtig, weil das ist, glaube ich, eine ziemliche Unsitte worden, dass ich irgendwelche Bilder angefertigt habe für meinen Kunden, gebe ihm dann eine Werknutzungsbewilligung, sage ihm, wo er es überall verwenden darf, und ein Jahr später taucht es bei irgendeinem weiteren Kunden von meinem Kunden auf oder bei irgendeinem Vertriebspartner oder was auch immer, und der hat halt geglaubt, ja, darf er eh. Also grundsätzlich diese Weitergabe von Werknutzungsbewilligungen, die gibt es de facto nicht. Ja, die ist auch nach eigentlich ständiger Rechtsprechung, da haben wir erst letztes Jahr wieder was erwirkt, an die Zustimmung des Urhebers selbst gebunden. Das heißt, ich brauche einen Urheber dazu, dass der Dritte das Foto verwenden darf. Anders wie beim Werknutzungsrecht, zu dem kommen wir gleich. Aber grundsätzlich ist eine Weitergabe an Dritte, außer ich erlaube es explizit, nie erhalten oder nie enthalten. Also das ist auch vielleicht ganz wichtig, dass man das weiß. Da würde ich gerne eine kurze Zwischenfrage einwerfen. Also wenn ihr jetzt für einen Kunden fotografiert für Werbekampagne und dann stellt er die natürlich auf Facebook oder so, dann ist es ja schon ein Dritte. Facebook macht bekanntlich, was es will. Also was Und genau das ist ja das Problem. Also wenn ich mit meinem Kunden ausgemacht habe, wir machen eine Werbekampagne, ja, sei es eine Plakatkampagne oder was auch immer, dann ist diese Nutzung auf Facebook grundsätzlich nicht umfasst, außer ich räume ihm die Nutzung in Social Media ausdrücklich ein. Wenn ich prinzipiell verstehe, dass der Kunde seine Werbung bewerben will, weil dafür hat er es ja gemacht. Naja, aber eine Plakatkampagne mache ich nicht, damit es dann ins Internet steht grundsätzlich. Nein, das schon, aber wenn die jetzt zum Beispiel sagen, sie brauchen was für Facebook, also für soziale Medien. Ja klar, wenn ich es vorher ausmache, dann ist es natürlich erlaubt. Ja? Wenn ich sage, ich möchte explizit das bei mir in meine Social-Media-Kanäle reinstellen, dann kann man hier als Fotograf überlegen, ja, will ich das nicht, weil wir wissen alle, wie die Nutzungsbedingungen von Facebook ausschauen. Genau. Und das ist ja das Riesenproblem eigentlich. Dann kann es überall landen. Ja? Aber das ist halt genau diese Krux, die ich halt habe. Wenn der Kunde das möchte für Social Media, muss man ihr halt überlegen, okay, gebe ich ihm das, kostet es dann vielleicht mehr, weil ich halt das Risiko dahinter habe, dass es irgendwo landet. Bitte, da hinten war, glaube ich, einer fragt dazu. Wir kommen zum Recht am eigenen Bild gleich, aber der Stylist oder wer auch immer ist nicht Miturheber oder irgendwas. Das heißt, er muss grundsätzlich auch einmal von Ihnen als Fotografin die Erlaubnis haben, die Fotos zu verwenden. Dass wir die Erlaubnis vom Model auch noch brauchen, zu dem kommen wir eh gleich. Aber grundsätzlich natürlich müssen die auch den Urheber fragen. Also die kann nicht hergehen, einfach sagen, ich habe das Foto jetzt vom Model gekriegt und deswegen verwende ich es jetzt, weil da ist eh quasi meine Arbeit drauf. Also das geht nicht. Deswegen sind diese Social-Media-Nutzungen halt immer ein wenig mit Vorsicht zu betrachten, weil irgendwo auf der einen Seite, bitte, ja? Ja. Von dem Social Media Bereich gibt es aber andere Plattformen, wo man seine Bilder vielleicht auch anbietet. Und gibt es da einen Weg, dass man das Vertragswesen da vielleicht umgehen kann oder gewisse Sachen umformulieren kann? Bei den Bildagenturen jetzt oder wo? Also grundsätzlich, also ich weiß zum Beispiel von Getty. Getty sind da sehr, sehr strikt und sehr, sehr streng. Also da, die lassen die Nutzungsbedingungen kaum was umformulieren. Das hätten wir schon mal probiert. Aber die, kann man in Angriff nehmen? Ja, natürlich. Also bei den kleineren funktioniert es. Aber wenn ich sage, wenn wir dir einen Vertrag hinlegen, wo mir gewisse Passagen nicht passen, dann kann ich sagen, das passt mir nicht, das passt mir nicht, das passt mir nicht. Machen wir was oder machen wir es nicht? Also das ist ja immer, ein Vertrag sollte ja was sein, wo zwei übereinkommen, das für beide irgendwie passt. Ja, weil sonst ist es kein Vertrag. Und das ist, glaube ich, auch was, das sollte man sich halt auch immer überlegen. Also egal, wer man, was für einen Kunden ich habe, wer man was für einen Vertrag hinlegt, das ist jetzt nicht quasi das Endprodukt, sondern das ist eine Verhandlungsgrundlage. Also so sehe ich das immer, wenn mir wer einen Vertrag herlegt. Ich sage, okay, das möchte ich ändern, das möchte ich anders machen, das möchte ich haben. Ich habe eh damals, ich glaube letztes Jahr, einmal so diese unter Anführungszeichen Knebelverträge rausgesucht und diese Passagen, die halt überall drinnen stehen, und habe einmal versucht, das so quasi auszutauschen auf Passagen, die für einen Fotografen passen. Das ist auf der RSV-Seite drauf im Download-Bereich. Da gibt es eine Checkliste, was man sich hernehmen kann, und da sieht man genau, das, was rot ist, ist quasi das Böse, was, sage ich mal,
ja, 20% aller österreichischen Unternehmen wahrscheinlich in einer Verträge drinnen haben, manche Verträge haben, das man aber durchaus ändern kann. Und es sind sehr, sehr viele Unternehmen auch bereit, dass das machen. Weil die haben halt irgendeinen Vordruck, den hat einer irgendein Anwalt einmal gemacht und mit dem arbeiten sie halt. Aber das heißt nicht, dass das quasi in Stein gemeißelt ist, also gar nicht eigentlich. Und von dem her, das kann man, da kann man durchaus, also das sind alles Diskussionsgrundlagen, so muss man das glaube ich sehen. Und wie gesagt, und es steht halt in diese Verträge dann auch meistens drinnen, ja, ich übertrage das Urheberrecht und ich übertrage weiß nicht, was ist noch dazu und das geht halt nicht, ja. Das Einzige, was ich da habe, wenn ich tatsächlich ein Werknutzungsrecht übertrage, dann räume ich meinem Kunden, meinem Auftraggeber wirklich das ausschließliche und absolute Recht zur Benutzung des Werkes ein, ja. Damit schließe ich mich selber aus. Das ist, ich vergleiche es immer, wenn es jetzt rechtlich nicht ganz richtig ist. Bei einer Werknutzungsbewilligung vermiete ich meine Wohnung und beim Werknutzungsrecht verkaufe ich meine Wohnung. Also da kann ich selber nicht mehr einigen. Wenn ich es nur vermietet habe, dann habe ich das entweder für eine gewisse Zeit gemacht oder kann es Vermieter trotzdem noch reingehen und trotzdem noch irgendwas machen damit. Wenn ich wirklich ein Werknutzungsrecht, so wie es im Gesetz vorgesehen ist, einräume, dann bin ich mehr oder weniger draußen. Ja? Ich kann es natürlich schon zeitlich befristen. Ich kann sagen, mein Kunde bekommt für ein Jahr das exklusive und ausschließliche Recht zur Verwendung der Bilder. Dann muss mich ich aber auch ein Jahr lang zurückhalten, darf die nicht weiter selbst verwenden, das heißt auch nicht auf meine Homepage stellen, in meine Social-Media-Kanäle stellen und dort quasi meine Leistungen bewerben und gleichzeitig die Bilder aber an irgendeinen Dritten zu verkaufen. Das ist halt natürlich, ist natürlich schwierig. Ich meine, es passiert immer wieder, dass halt, man weiß gerade von Zeitungen oder Verlagen, die wollen immer diese Exklusivrechte. Und mit Exklusivrechte meinen es nichts anderes, als wie das kein anderer die Fotos verwenden darf, außer sie selber. Ist mit Vorsicht zu genießen und sollte meines Erachtens wirklich nur dann überlegt werden, wann es entsprechend gezahlt wird. Ja, also das ist halt sowas, so ein totales Buyout, dem es ja mehr oder weniger gleich kommt. Das sollte man schon was kosten, weil ich darf nicht vergessen, ich habe ja dann nie wieder was von einem Foto. Und wenn das ein super Foto ist, mit dem ich vielleicht, weiß nicht, woanders auch noch Kunden gewinnen könnte, denen ich das Foto verkaufen könnte, dann darf ich das halt nicht mehr, wenn ich jemandem ein Werknutzungsrecht gegeben habe. Also das ist vielleicht ganz wichtig zum Verstehen einfach. Damit bin ich draußen. Das heißt, ich kann es keinem anderen geben, ich kann es selber nicht verwenden. Und lustigerweise kann ich auch dann gegen Urheberrechtsverletzungen nichts mehr machen, sondern es kann nur mehr der Inhaber dieses ausschließlichen Rechts, nämlich dann, wenn es jetzt mein Kunde war zum Beispiel, mein Kunde machen. Der kann dann gegen Urheberrechtsverletzungen vorgehen und dann auch entsprechend natürlich die Schadenersatzzahlungen lukrieren. Also das darf man auch nicht vergessen. Also ich gebe damit, wie gesagt, alles ab. Das ist, wie wenn ich eine Wohnung verkaufe und nicht vermiete. Das sollte man sich vielleicht unbedingt merken und sich wirklich überlegen bei der nächsten Verhandlung mit seinen Kunden, dass man sich das de facto wirklich anschaut. Ja. Ja, genau. Das ist ja meist, die Kunden wollen meistens ja, also zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe für die Verträge, was ich immer so sehe, sie wollen alles und wollen aber möglichst wenig dafür zahlen. Und das ist ja der Unsitte, die halt leider Gottes aus welchen Gründen auch immer eingerissen ist und das aber halt, die halt einfach nicht geht. Ja. Dass man halt einfach meines Erachtens nicht hinnehmen kann und nicht hinnehmen sollte, weil wenn man sich einmal anschaut, was man grundsätzlich für Nutzungen verlangen könnte, also ich weiß nicht, ob Sie die Bildhonorare kennt, die werden alle 5 Jahre von der Bundesinnung herausgegeben, das sind Markterhebungen, wo man jetzt sagt, okay, was ist die Nutzung, wirklich nur die Nutzung eines Fotos wert, ja, und das ist, da gibt es Richtwerte mit, wenn ich ein Jahr lang ein Foto im Internet auf meiner Homepage auf einer Unterseite verwenden darf, dann kostet es 320 Euro. Machen für sowas eine ganze Session und geben dann auch noch das Werknutzungsrecht her. Also wie gesagt, das vielleicht ein bisschen, dass man das ein bisschen ins Gespür kriegt, dass man einfach weiß, ein Foto ist halt was wert. Ja? Nicht nur diese Arbeitsleistung, die man erbringt, sondern auch einfach diese weitere Nutzung. Ja? So wie jeder Musiker an Tantiemen verdient, kann ich auch als Fotografin natürlich an den entsprechenden Nutzungen halt verdienen und machen auch viel. Und sollte man sich wirklich überlegen. Deswegen, wie gesagt, immer schauen, was räume ich jemanden ein, welche Rechte oder welche Bewilligung gebe ich jemanden. Ich sage es deswegen immer so explizit dazu, weil das ja halt auch immer dann so eine Geschichte ist. Meistens kommen die Leute dann zu mir, wenn es spät ist. Ja, die Leute kommen und sagen, ich habe einen Kunden, mit dem habe ich ausgemacht, wir machen da jetzt Fotos. Und sage ich, ja, was hast du aufs Angebot geschrieben, was steht denn auf deiner Rechnung drauf? Und dann steht da drauf, Fotoshooting inklusive aller Rechte. Und dann sage ich, naja, und über was beschwerst du jetzt? Ja, dass er es auf Facebook und auf Instagram tut. Sage ich, okay, verstehe ich grundsätzlich einmal, aber warum?
naja, wir haben nicht gescheit darüber geredet. Sag ich, ja, aber da steht alle Rechte drinnen. Also das sind so, ja, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass ihr die Rechte auch mit übertragen muss. Also ich sage, das ist sehr, sehr oft ziemlich unüberlegt und kostet mich halt dann relativ viel Nerven eigentlich, weil ich dann weiß, ich kann dann damit nichts mehr machen. Also viel, viel gescheiter ist, wenn ich wirklich tatsächlich mit meinen Kunden einfach besprich, was will er, für was braucht er seine Fotos, für was braucht er seine Videos und dann es explizit halt festhält. Gehört es nur auf die Homepage, gehört es in die Social Media Kanäle, gehört es in Prospekte, gehört es in weiß nicht, Zeitschriften, Zeitungen, soll es irgendwo publiziert werden. Also das kann man sich ja alles ausrechnen. Ja. Ja. Klar, ja. Weil das wissen halt auch viele nicht. Also dieses Namensnennungsrecht und die Herstellerbezeichnung, das ist ein gesetzlich festgeschriebenes Recht. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, ja. Bitte? Ja, klar. Ja. Nicht nur die Kleinen. Also nicht. Ja. Ja. Das kostet was, wenn du den Namen weglässt. Wobei es heutzutage, wenn ich auf Klar. Wobei es heute ist nicht mehr so schwer ist, wenn ich irgendwas auf Facebook oder auf Instagram poste, dass ich dann halt den Hashtag dazu oder das verlinke. Ja, schon. Aber, ja. Deswegen ist er voll wichtig, ja, dass man einfach drüber redet. Ja. Da hinten war noch eine Frage. Es kommt darauf an, was ich mit dem Kunden ausmache. Also grundsätzlich, wenn ich dem Kunden eine einfache Werknutzungsbewilligung zur eigenen Verwendung gebe, dann kann ich mit den Fotos immer nur machen, was ich will. Dann kann ich es auf meiner Homepage lassen. Wie gesagt, außer, da kommen wir aber eh gleich dazu, wann natürlich Modelrechte oder Rechte der Abgebildeten berührt werden, das ist wieder was anderes. Aber für meinen Auftraggeber, dem ich die Bewilligung erteile, dass er die Fotos nutzen darf, heißt nicht, dass ich mich automatisch von der Nutzung ausschließe. Das mache ich nur dann, wenn ich meinem Kunden wirklich ein ausschließliches Werknutzungsrecht eingeräumt habe. Dann darf ich es auch nicht mehr verwenden. Ja, aber da geht es jetzt um einen Abgebildeten, dass ich mit dem Werbung mache. Zu dem kommen wir gleich, das kann ich nicht einfach so machen. Also das geht nicht. Aber da muss ich halt unterscheiden und das ist genau das ist, glaube ich, das, was immer wieder schwierig ist, dass ich jetzt zwischen den Rechten unterscheide oder den Bewilligungen, die ich meinem Kunden gebe. Bitte. Naja, schwer verhandelbar ist vielleicht falsch. Schwer durchführbar, sagen wir mal so, verhandelbar kann man durchführbar ist. Nein, verhandelbar ist grundsätzlich einmal alles. Ja. Ich muss einmal meinem Kunden so weit haben, dass ich ihm erklärt habe, dass er es auch versteht, dass es das Recht auf Namensnennung oder das Recht auf Anbringung einer entsprechenden Herstellerbezeichnung halt gibt. Ja. Das muss ich, glaube ich, viele Leute einfach einmal erklären, weil viele wissen das halt einfach nicht. Und wenn ich ihm das einmal erklärt habe, dass es grundsätzlich so ist, die Argumentation schon sehr wichtig, dass man eben sagt, dass wir Künstler sind und wir sozusagen das Foto nur einmal herstellen können. Ja? Und dann faktisch nie mehr was daran verdienen, so wie ein Weinbauer, der mit seinen Weinflaschen, was weiß ich, wie viele Millionen Umsatz macht. Ne? Klar, nein, man kann es auch mit einem Musiker vergleichen. Ja? Wenn ich die CD kaufe vom Musiker, berechtigt mich das nicht, dass ich damit jetzt ein Konzert mache und das vor Publikum vorspiele. Darf ich auch nicht. Ich darf es privat horchen. Aber wie gesagt, wir können eh gern nachhören. Ich würde jetzt gern zu dem Thema kommen, was mir immer ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich ehrlich gesagt sagen, macht, weil das halt
für mich immer so Geschichten sind. Ich glaube, dass es halt voll wichtig ist, dass man über das auch geredet hat. Natürlich bin ich als Fotografin der Urheber, die Urheberin meines Bildes. Ja? Aber ich muss halt auch bis zu gewissen Grenzen andere Rechte beachten. Das heißt, mein Recht geht nur so weit, wo halt das Recht eines anderen beginnt. Und das Problem habe ich halt hauptsächlich dann, wenn auf meinem Foto Menschen drauf sind. Ja? Also das heißt, wir sind dann im sogenannten Bildnisschutz, wir sind im Recht am eigenen Bild. Ja? Und da sagt halt die Rechtsprechung, beziehungsweise eigentlich das Gesetz, deswegen habe ich ja den Paragraphen, den 78er, da nochmal abgebildet, sagen halt ganz klar, ich darf Bildnisse von Personen dann nicht veröffentlichen, nicht verwenden, wenn dadurch berechtigte Interessen von demjenigen verletzt werden, der darauf abgebildet ist. Ja? Ist jetzt da so ein bisschen ein schwammiger Begriff und was sind berechtigte Interessen und was nicht, zu dem kommen wir eh nachher noch. Aber nur ganz, ganz wichtig, das heißt, einfach vielleicht auch einfach merken, nur weil ich jetzt der Urheber bin von dem Foto, kann ich halt nicht alles damit machen. Ja? Und vor allem, und zu dem kommen wir dann noch, kann ich halt nicht Werbung damit machen, wenn ich nicht die Einwilligung oder die Zustimmung habe desjenigen, der darauf abgebildet ist. Das heißt, ich darf Fotos, wo Menschen drauf sind, nicht so verwenden, dass in irgendeiner Art und Weise dieses Recht am eigenen Bild des Abgebildeten verletzt wird. Heißt im Endeffekt, und da klammere ich jetzt bewusst die Datenschutzgrundverordnung einmal aus, weil das ist auch noch so ein zweiter heikler Punkt, mit dem ich natürlich auch vorgehen könnte, als derjenige, der abgebildet ist, gegen jemanden, der mein Foto verwendet. Das ist jetzt mal draußen, weil das wird, glaube ich, sonst den ganzen Rahmen sprengen. Aber wie gesagt, mir ist es ganz, ganz wichtig, ich kann mir als derjenige, der vom Foto drauf ist, kann mir unter bestimmten Voraussetzungen dagegen wehren, dass mein Foto verwendet wird, wenn ich darauf erkennbar bin. Ja, das heißt, wenn man mich von hinten sieht, wird es wahrscheinlich schon ein wenig schwierig sein. Wenn man mich von der Seite sieht und relativ weit weg sieht, wird es auch schwierig sein. Ja, gibt dann, und zu der Entscheidung komme ich dann noch gleich, durchaus auch schon Erkennungsmerkmale, die nicht unbedingt auf das Gesicht abstehen, Tattoos, Haarfarben, was auch immer. Also das Gesicht ist zwar grundsätzlich schon wahrscheinlich das erste und das eindeutigste Erkennungsmerkmal, aber bei weitem nicht das einzige Identifizierungsmerkmal. Ich habe nur ganz kurz eine Entscheidung rausgesucht, die eigentlich ganz spannend ist. Man sieht das, glaube ich, vielleicht nicht ganz so gut. Die Kronenzeitung hat einen Bodybuilder veröffentlicht mit unkenntlich oder verpixelt gemachtem Gesicht. Und dazu einen Begleitartikel, der in irgendeiner Art und Weise suggeriert, dass der Abgebildete offenbar in einem Doping-Skandal verwickelt ist oder dopt oder was auch immer. Das heißt, ihn doch ein bisschen ja, negativ oder was Negatives ankreidet. Da hat sich der oberste Gerichtshof mit der spannenden Frage auseinandersetzen müssen, kann der sein Recht am eigenen Bild geltend machen, weil er erkennbar ist oder nicht? Ja, also man hat sich gefragt, jetzt, oder die Kronenzeitung ist zwar so vorgegangen, dass man passt, ich verpixle jetzt das Gesicht von demjenigen, aber ich zeige seinen Körper in der vollen Pracht, wie man sieht. Der oberste Gerichtshof hat sich genau mit dem Thema beschäftigt, ist dieser Mensch erkennbar oder nicht? Was sagt ihr? Naja, es geht darum, quasi der größere Bekanntenkreis desjenigen, der abgebildet ist, muss ihn erkennen. Ja, jetzt ist die Frage, wie viele Leute kennen die ihn in Unterwäsche? Wenn sie nur den Körper sehen, weißt du? Nein, also der oberste Gerichtshof hat da grundsätzlich gesagt, es reicht nicht aus, bei den Bodybuildern oder auch wahrscheinlich bei anderen, die halt irgendwie mit dem Körper was machen, da das Gesicht unkenntlich zu machen, weil halt bei so einer Sportart das halt so ist, dass halt da das Erscheinungsbild halt bekannt ist, gerade weil der halt, wenn er so posiert, wahrscheinlich auch irgendwelche Wettbewerbe oder was auch immer dabei ist. Das heißt, es hat da nicht ausgereicht, ja, dass nur das Gesicht unkenntlich gemacht wurde. Jetzt stellt man sich ja in nächster Instanz die Frage, naja, was hätte ich machen müssen, damit der nicht erkennbar ist? Hätte ich wahrscheinlich die Hälfte irgendwie verpixeln müssen oder so, dass ich nur mehr einen Fuß sehe, aber dann kann ich wiederum streiten, kennt man den Fuß oder nicht. Ja? Aber wie gesagt, da war dann eher, das war quasi diese erste Frage, ja, ist er erkennbar, ist er identifizierbar? Ja, laut dem obersten Gerichtshof. Und dann halt das zweite, Begleittext, Begleitartikel mit Dopingskandal in eine Richtung, die halt irgendwie, ja, doch ein wenig ihn abträglich darstellt. Und da sind wir jetzt genau bei diesen berechtigten Interessen, also bei diesem Gesetzesbegriff, der ja, sage ich mal, alles und nichts eigentlich sagt. Ja. Die
oder der Oberste Gerichtshof sagt halt so quasi, also sobald irgendwie die Möglichkeit besteht, dass man irgendwie bloßgestellt wird, dass man das irgendwie missverständlich deutet, entweder das Bild an sich oder an dazugehörigen Begleittext, dann bin ich halt in der Verletzung der berechtigten Interessen und damit halt in der Verletzung des Rechts am eigenen Bild. Ich muss zwar immer, und das gilt halt gerade bei der Veröffentlichung in Medien, das heißt in Zeitungen, in Zeitschriften, zwar immer abwägen, das Interesse überwiegt, das öffentliche Interesse überwiegt, der Berichterstattungszweck oder eben nicht. Und dann entscheidet quasi der Hausverstand oder das Gefühl oder wie er immer, geht's oder geht's nicht. Ja, also grundsätzlich ist halt schon so, wann das kein unzulässiger Eingriff ist und quasi da jemand nicht irgendwie bloßgestellt wird oder komisch dargestellt wird, dann darf grundsätzlich am Medium, am Medienhaus auch Fotos zu Berichterstattungszwecken veröffentlichen, wann die Lichtbilder unbedenklich sind. Ich meine, ich denke da immer dann an solche Geschichten, wenn ich da irgendwelche halb angesoffenen, die irgendwo fort waren und dann um 3 in der Früh irgendwo liegen, möchte ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt, dass sowas veröffentlicht wird, wenn ich drauf war oder das irgendein entfernter oder näherer Bekannter oder wie auch immer. Also wo ich halt schon in so eine Richtung gehe, wo ich halt irgendwie wen bloßstelle, dann geht es natürlich nicht mehr. Ja. Sonst ist grundsätzlich zu redaktionellen Zwecken, bitte, da hinten war eine Frage. Naja, grundsätzlich, nein, man muss unterscheiden. Also, wenn Sie jetzt ein Foto verkaufen, ja, wo irgendeine Person drauf ist, nehmen wir jetzt einmal an, der liegt um 3 in der Früh da draußen und. Nein, gehen wir mal von sowas aus, ja. Und ist erkennbar, dass er gerade heute Nacht hinter sich gehabt hat, was auch immer. Man sieht das Gesicht und dann veröffentlicht die Zeitung einen Artikel und schreibt, ma, und schon wieder die schlimmen Nachtschwärmer in Graz führen sie so auf, bla bla bla. Ja? Wenn die Zeitung das Foto von Ihnen kauft, veröffentlicht es, dann wird der abgebildet ist, in erster Linie mal die Zeitung verklagen. Ja? Die Zeitung wird aber Ihnen im Prozess den Streit verkünden und sagen, naja, Moment einmal, wir haben das Bild vom Fotografen und der hat uns ja eh versichert, weil wir haben eh unsere Standardklauseln, Foto ist frei von Rechten Dritter, verletzt keine Rechte Dritter, bla bla bla. Und dann sind nämlich genau Sie in der Haftung drinnen. Und das ist halt das Riesenthema, weil die Zeitungen sichern sich halt alle ab. Also so ein Foto, würde ich mir von dem Angesoffenen vorher ein Model-Release unterschreiben lassen. Dann hätte ich kein Problem mehr. Also, bitte. An das direkt anschließen. Aber wenn das Ganze unter Kunst läuft, dann ist es möglich oder so. Weil ich denke jetzt an ein ganz bestimmtes Buch, gucken Sie mal Caliph by Night. Ja, oder Caliph, ja. Oder Caliph, ja. Das haben wir schon mal diskutiert, ja. Bestelle ich nur aus. Ja, ich weiß schon, nein. Und das ist halt genau, also bin ich grundsätzlich bei Ihnen. Also ich würde auch viel in Richtung Kunstfreiheit argumentieren, mache ich bei der Datenschutzgrundverordnung auch, seit es gibt. Ja, nur es hat halt auch irgendwo seine Grenze. Ja, also ich kann die Kunstfreiheit nicht dazu missbrauchen, Fotos von jemandem abzubilden oder zu veröffentlichen, die den de facto wirklich bloßstellen. Wir wollen sehen, dass es möglich ist, sozusagen. Naja, wo kein Kläger, da kein Richter. So fangen sie dann mal an, ja. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ich glaube, dass man die Kunstfreiheit dann nicht so weit missbrauchen kann. Die kann man zwar zu ziemlich viel, missbrauchen macht das blöd, aber die kann man für ziemlich, gerade bei Street Photography zum Beispiel, ist der Klassiker, wo ich auch sage, ja, aber sobald ich das als Fotograf auf meine eigene Homepage stelle und damit Werbung mache, bin ich in der Verwendung zu werblichen Zwecken und das, da brauche ich immer Zustimmung. Also da komme ich nicht aus, das ist nämlich genau jetzt dann dieser Punkt, der dann kommt. Ja. Wenn wir jetzt weggehen von den Medienhäusern oder von den Zeitungen und wirklich von werblichen Verwendungen sprechen, und eine werbliche Verwendung liegt halt auch schon dann vor, und das klammern wir halt auch, aus welchen Gründen auch immer, viele Leute nicht. Wenn ich als Fotograf Fotos mache, weiß nicht, Porträtshooting mache oder keine Ahnung, Hochzeiten fotografiere und ich stelle das dann auf meine Homepage, dann bewirbe ich mich ja auch selber als Fotograf. Ja. Dann bewirbe ich ja meine Leistungen und damit bin ich auch in einer werblichen Verwendung und das geht nicht ohne Zustimmungslehren, weil da sagt halt der Oberste Gerichtshof, es ist eindeutig dann so, dass das ja quasi suggeriert, dass der, was abgebildet ist, quasi sein Gesicht, sein Dasein hergibt und quasi damit halt Werbung macht. Und das auch irgendwie suggeriert, dass er vielleicht sogar Geld kriegt dafür. Ja? Man denke halt an irgendwelche Werbetestimonials, die für, keine Ahnung, Wodka-Marken oder für was auch immer Werbung machen. Da brauche ich immer eine Zustimmung, weil da verletze ich immer die berechtigten Interessen, sobald ich in der Werbung drinnen bin. Bitte. Die ganze Instagram-Stories ja total viel Glauben auf sich ziehen, oder? Wenn ich da ein Street-Photography mache, der Radfahrer
Ja gut, aber ich habe selber kein Instagram, verzeiht mir das, wenn ich da mich jetzt ausnehme. Die Stories sind ja das, was sie löscht, oder? Ja. Oder? Das ist ja... Ja, ja. Naja, wenn ich jetzt als Fotograf ein öffentliches Profil auf Instagram habe und da Leute drauf sind, weil da, wenn ich ein privates Profil habe, das ist wurscht, ja, weil privat kann ich relativ viel machen. Aber sobald es öffentlich ist und sobald ich auch als Nicht-Instagram-Nutzer quasi darauf zugreifen kann, also das so eigentlich, dass es wirklich jeder sehen kann, dann bin ich in der werblichen Verwendung, wenn ich da jemanden online stelle. Und das kann durchaus, also wir haben schon ein paar Mal haben solche Sachen auch schon durchgestritten, kann ein bisschen blöd werden. Ja? Aber wie gesagt, das können wir sich ja nachher gerne nochmal unterhalten, weil ich sollte mich, glaube ich, jetzt ein bisschen sputen, weil wir sind eh schon ein bisschen im Zeitverzug. Gehen wir es nur kurz durch und wenn es Fragen dazu gibt, vielleicht besprechen wir es einfach nachher durch. Also was in dem Zusammenhang einfach wichtig ist, ich muss mir heute wirklich die Zustimmung holen von demjenigen, der abgebildet ist. Das kann ich auf mehrere Arten machen. Bitte. Ja, zu dem komme ich jetzt eh. Es ist natürlich so, es ist ausdrücklich oder unter Umständen, die keinen Zweifel an der Zustimmung lassen. Ja, nur haha, was heißt das? Ja, das kann alles und gar nichts heißen. Also ich rate jedem, der Fotos anfertigt von Models, die er nachher entsprechend verwenden will, dazu, sich eine entsprechende Einverständniserklärung zu holen oder ein Model Release unterschreiben zu lassen. Weil streiten tue ich meistens nicht in 3 Wochen, sondern 3 Jahre später, ja, wenn es den auf einmal nicht mehr interessiert. Und dann weiß keiner mehr, was ich 3 Jahre vorher ausgemacht habe. Weil ich dann mal einbüte, der hat eh gesagt, ja, darfst eh machen. Könnte ein wenig schwierig werden. Also wie gesagt, am besten immer schriftlich das Einverständnis holen. Ganz, ganz wichtig. Also es gibt da eh auf der RSV-Seiten, haben wir entsprechende ein Muster für sowas, also so die klassische Einverständniserklärung. Da füge ich dann auch ein, zu was ich zustimme. Veröffentlichung im Internet, wo auch immer, oder in Bildbände oder ja, auf Plakate, in Prospekte. Gibt aber auch Model Release, der viel umfangreicher ist. Das ist halt ganz, ganz wichtig, dass ich sowas einfach habe, weil sonst kann es halt wirklich böse enden. Am allerbösesten endet es, wenn derjenige, der drauf ist, nur ein Kind ist, also minderjährig ist. Dann tue ich mir halt richtig schwer, weil meistens habe ich das Problem, dass ja nicht das Kind an sich das Problem damit hat, sondern meistens hat ein Elternteil ein Problem damit, wenn ein Kind irgendwo drauf ist. Und am allermeisten haben sie dann das Problem damit, wenn die Elternteile zerstritten sind und Mama gesagt hat, ja, der verwendet werden und der Papa sagt, nein. Dann streiten, das ist ganz, ganz lustig, das sind super Verfahren, die wir dann führen. Nein, es ist wirklich so, weil dann sagt die Rechtsprechung klipp und klar, wenn sie die Eltern nicht einig werden können, ja, dann muss die Veröffentlichung im Zweifel unterbleiben. Also dann geht das nicht. Ja. Deswegen frage ich mich immer, wie sie sämtliche Großkonzerne, die mit Kindern Werbung machen, wirklich absichern. Weil die Kinder, die da auf irgendwelche Plakatwände jemanden entgegenlachen, eh gut und schön, wenn die Mama sagt, ja, ich freue mich drüber und darf man so machen. Nur das ist halt, das sind nicht wirklich Sachen, die sind nicht wirklich gefährlich. Also wenn sie Kinder fotografiert und die Kinder irgendwo ins Internet stellen wollt, ja, und damit Werbung macht, erstens einmal am besten wirklich beide Elternteile fragen, dann schauen, ob eh beide Elternteile wirklich die Absageberechtigten sind und die Absage nicht bei irgendwem anderen liegt. Und dann am besten sie vom Kind auch noch gleich Unterschrift holen, wurscht wie alt das ist, Hauptsache es kann schon schreiben, damit man wirklich abgesichert ist. Nein, also es hört sich voll blöd, aber es ist wirklich so. Also dann bin ich zumindest auf der sicheren Seite. Und dann habe ich das schon mal, weil grundsätzlich kann ich es auch als minderjähriges Kind, da sagt halt auch der Gesetzgeber, wenn ich einsichts- und urteilsfähig bin, kann ich das selber entscheiden. Und das ist, ich habe selber keine Kinder, und es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Entwicklungsstufen auch bei den Kindern, die unterschiedlich sind. Aber ich sage mal so, ab 6, 7, 8 Jahren, Kindern, die das schon verstehen, was das heißt, wenn die jetzt auf einem Foto drauf sind und das Foto dann irgendwo im Internet ist oder irgendwo ist. Also im Zweifel lasse ich einfach alle unterschreiben, die ich erwische, mehr oder weniger. Ja. Ja. Informationsschreiben an der Wand, dass eventuell entstandene Fotos dann auch irgendwo veröffentlicht werden könnten. Ja, aber irgendwo veröffentlicht werden ist halt es ist einmal ein Anfang, es ist einmal besser wie gar nichts. Ja. Aber es ist halt für Berichterstattungszwecke wird es reichen. Ja. Also wenn es dann irgendwo in Zeitungen so als Nachbericht erscheint oder in irgendeinem Blog, da
wird man noch irgendwie drüber hin, also reden wir jetzt noch nicht von der Datenschutzverordnung, aber wird man irgendwie drüber hinwegschauen können. Aber sobald die Fotos wirklich dann zu Werbezwecke verwendet werden, wir haben ein Riesenproblem gehabt bei uns vor ein paar Jahren mit dem Linz-Marathon, wo die Liebag, der Veranstalter, die Zieleinlauffotos wirklich dann tatsächlich als Werbung genommen hat und aber gesagt hat, na ja, wir haben ja eh ausgehängt und haben eh alle Teilnehmer gesagt, dass wir eventuell fotografieren und eventuell Fotos verwenden. Also sobald ich da in der werblichen Verwendung bin, kriege ich ein Problem. Ja, Nein, das ist schon klar. Das ist schon klar. Ich muss nur wissen, wann ich im öffentlichen Raum fotografiere, was ich mit den Fotos wirklich nachher machen darf und was nicht. Und die zu Werbezwecke zu verwenden, wann ich die Leute wirklich erkennen kann, dann renne ich ihnen lieber nachher nachher und schaue, dass ich da noch irgendwie was herkriege. Damit es halt nicht blöd ausgeht, sagen wir mal so. Ja? Entschuldige. Ja? Genau wegen dem Veranstaltungsthema jetzt. Ja? Wenn der Kunde mich bucht, ja? Als Fotograf, ja? Der Veranstaltung, eben, der schreibt das so aus. Ja? Nein, es kommt darauf an, was Sie mit den Fotos machen. Wenn Sie die ja, ja, es ist immer der Veröffentlicher zu belangen. Also wenn Sie als Fotograf nur die Fotos machen, die Fotos abliefern und die Fotos nicht bei Ihnen auf Ihr Homepage oder auf Ihr Instagram-Seite oder was auch immer stehen, dann sind Sie eh aus dem Schneider. Ja, dann geht es eh um denjenigen, der es veröffentlicht. Und am Gescheitern ist, dass der Fotograf dann auch vielleicht nur in das Angebot in die Rechnung einschreibt, Rechte Dritter werden vom Fotografen nicht übertragen, müssen vom Veranstalter, vom Auftraggeber eigens eingeholt werden. Das war das Allergescheiteste. Damit ist man auf der sicheren Seite. Ich glaube, das ist nicht klar, wenn das Also das Thema hab ich gerade verhandelt und wie gesagt, ich habe weder Facebook noch Instagram, ich kenne mich da Nüsse aus. Aber dieses Teilen offenbar ist ja, da steht ja oben dann quasi dein Profil und dann ist quasi wie so ein Ding. Und das ist, zumindest haben wir jetzt gerade ein Urteil vom Landesgericht in Steyr, die sagt, dieses Teilen ist keine Urheberrechtsverletzung, weil damit produziere ich ja keinen neuen Inhalt. Sondern das ist ja nur quasi der alte Inhalt, der ja eh auf den anderen verweist. Aber es wäre was anderes, wenn ich quasi das Foto nehme von dieser Seite und dann selber als Beitrag poste. Okay, das war was anderes. Naja, wenn ich eins zu eins seinen Beitrag nehme. Also wenn ich jetzt einen eigenen Beitrag mache und sage, ja, hallo, ich habe die super Veranstaltung fotografiert und dann das, da wäre ich vorsichtig, wenn ich nicht die Zustimmung hätte, weil damit bewirbe ich mir selber als Fotografin. Ja? Wenn ich einfach nur quasi diesen ersten Beitrag einfach reposte oder wie immer man das dann nennt, keine Ahnung, dann hätte ich noch kein Problem damit. Und wenn der Kunde mich beauftragt, das in seinem Namen zu verbreiten? Aber über sein Profil dann quasi? Naja, dann sind Sie sowieso nicht dran, weil das Profil KTM-Kunde und der ist letztendlich dafür verantwortlich. Also da haben Sie kein Problem damit, da passiert dann nichts. Aber wie gesagt, das Allerwichtigste wäre Model Release einfach unterschreiben lassen. Also immer ein paar in der Tasche haben oder wie auch immer. Damit man halt auf der sicheren Seite ist. Ja. Wenn ich eben fotografiere für Agentur, mache jetzt von einem Kind wunderschöne Fotos und habe das Model Release, die geben die alle ganzen Rechte her und dann liegt das auf irgendeiner Stock-Agentur drauf. Ja. Und dann geht irgendeine politische Partei, mit der ich jetzt persönlich nicht kann oder das Kind oder die Eltern nicht können. Ja. Und auf einmal ist das Gesicht, das Poster-Gesicht für ganze politische Kampagne und diesen Betrag. Kann ich widerrufen. Also ich kann grundsätzlich, und das ist halt auch der Krux bei diesen Zustimmungserklärungen, dass ich die grundsätzlich begründet widerrufen kann. Das heißt, da sagt der oberste Gericht, das sind so diese klassischen Entscheidungen, wenn ich mit 18, 19, 20 Jahren irgendwann einmal Bikini-Fotos gemacht oder Unterwäschfotos, dass ich die mit 35 oder mit 40, wenn ich vielleicht irgendeinen öffentlichkeitswirksamen Beruf bekleide, natürlich nicht mehr sehen will. Dann kann ich die Zustimmung widerrufen. Und da bin ich völlig in einem begründeten Widerruf, weil ich natürlich nicht mein Gesicht oder mir als Testimonial für eine politische Bewegung hergeben möchte, die ich vielleicht nicht vertrete. Also das werde ich immer widerrufen können, da werde ich nie ein Problem haben. Wenn ich es unbegründet widerrufe, einfach weil ich lustig bin, das haben wir jetzt gerade gehabt und gerade ausgeschritten, da hat eine Dame, die hat Pärchenfotos machen lassen, und hat es bei der Fotografin günstiger gekriegt, weil die Fotografin gesagt hat, naja super, was war's, dafür stehe ich es bei mir in der Auslage und dafür darf ich es bei mir posten und darf halt diese Fotostrecke, das war jetzt nicht anrüchig oder irgendwas, sondern einfach ganz normale, weiß nicht, so Winterspaziergangsbilder, also so ein wenig auf romantisch halt, darf ich die posten und dafür kriegst du es halt, keine Ahnung, 30-40% günstiger. Die Dame hat sich von diesem Mann getrennt und hätte jetzt ein Jahr später
gemeint, sie will diese Bilder nicht mehr sehen, die müssen jetzt runter, weil sie hat einen neuen Freund und der will das nicht sehen, dass da mit einem anderen irgendwann einmal glücklich war. Daraufhin bin ich dann hergegangen und habe gesagt, naja, okay, passt, wir müssen diesen Widerruf natürlich akzeptieren, nur du wirst halt leider Gottes schon ersatzpflichtig. Entweder du zahlst das nach, was damals dieses Shooting tatsächlich gekostet hätte, hättest du diese Einwilligung nicht gegeben, oder du zahlst mir quasi ein neues Shooting, wo ich ein neues Pärchen hernehme, neue Fotos mache und die verwenden kann. Mit dem sind wir aber auch durchgekommen, weil es ist halt einfach kein begründeter Widerruf, ja? Weil da kennt jeder Herge, der lustig ist und sagt, ja, okay, jetzt mag ich es nicht mehr sehen, dann damals weg. Also das geht nicht, aber wenn man bei so politischen Geschichten warten, also da wird der Widerruf immer begründet sein, genauso wie bei Unterwäsche, Nacktfotos und sowas. Also da wäre das auch, wenn ich das als junges Mädchen gemacht habe, jederzeit widerrufen können. Also da wird es auch nichts geben. Aber wie gesagt, ist halt ganz, ganz wichtig, weil es kann halt leider Gottes die Verletzung des Rechtes am eigenen Bild halt doch ziemliche Ansprüche nach sich ziehen, mit denen ihr, wenn ihr der Veröffentlicher seid, oder euch in irgendeiner Art und Weise, und das kommt nicht auch ab und zu vor, vom Auftraggeber verpflichtet habt, zu einer Schall- und Klaglosshaltung halt konfrontiert seid. Das ist eine Unterlassung. Also das heißt, es muss de facto ab sofort unterlassen werden, die weiterzuverwenden. Man muss beseitigen, wenn es irgendwelche Werbemittel gibt damit vielleicht, also sprich Plakate, Prospekte, was auch immer. Urteilsveröffentlichung geht auch dann so weit, dass man dann quasi diese Richtigstellung veröffentlichen muss. Man kennt es ab und zu, glaube ich, aus Zeitungen, dieses, wenn das dann so schwarz eingerahmt ist, wo dann steht im Namen der Republik und dann steht, wer irgendwie was falsch gemacht hat und wer halt irgendwas, irgendeine Behauptung zurückziehen muss. Sowas gibt es auch, es gibt auch die Möglichkeit. Das, was am Meeren weht, ist natürlich der Schadenersatz, den man fordern kann, der kann auch durchaus happig werden. Man hat jetzt zwar nicht, wie der Fotograf, bei Urheberrechtsverletzungen einen Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, aber man hat einen Anspruch auf immateriellen Schadenersatz. Und da, also ein Tausender ist immer mindestens. Das ist einmal so die Dinge. Und dann nimmt man meistens, in Deutschland gibt es so Tabellen, so ähnlich wie bei uns die Bildhonorare, gibt es quasi für Models auch, und nach dem kann man sich auch richten, was man dann kriegt. Und das kann durch, also es kann, wie gesagt, wirklich teuer werden. Und das ist das letzte Thema, das wird jetzt heute den Vortrag sprengen, wenn wir über das auch noch reden. Aber natürlich habe ich auch nach der Datenschutzgrundverordnung einen entsprechenden Anspruch auf Löschung der Daten und auch auf Schadenersatz. Also das ist vielleicht nur ganz wichtig zu wissen. Jetzt haben wir so viel über das geredet, was ihr quasi aufpassen müsst oder was ihr da in der Haftung geraten könnt. Als kurzen Abschluss nochmal das, was ihr eigentlich, wenn mit euch eine Bilder was passiert, was ihr nicht wollt, nämlich wenn es irgendein Kunde nicht so verwendet, wie es ihr wollt, oder wenn es überhaupt ein Dritter verwendet, der es gar nicht verwenden darf. Das sind eigene Ansprüche, die ihr habt. Ihr habt genauso natürlich einen Unterlassungsanspruch, ihr habt einen Beseitigungsanspruch, wenn schon mit euch eine Bilder irgendwelche Werbeplakate gedruckt worden sind, irgendwelche Folder gedruckt worden sind, wo ihr nie eine Zustimmung gegeben habt, dann könnt ihr auch die Beseitigung verlangen. Ihr könnt genauso eine Urteilsveröffentlichung verlangen im Sinne einer Richtigstellung, dass derjenige das Urheberrecht für dich verwendet hat. Ich habe Anspruch auf angemessenes Entgelt. Das angemessene Entgelt bemisst sich nach den Bildhonoraren, wann der Fotograf beweisen kann, dass die auch bei ihm regelmäßig zur Anwendung gelangen. Man hat einen Anspruch auf einen Schadenersatz, man hat einen Anspruch auf einen immateriellen Schaden. Das heißt, wenn man sich durch diese Urheberrechtsverletzung besonders gekränkt fühlt, da wären wir jetzt wieder so in Richtung politische Parteien. Da haben wir gerade ein Verfahren gehabt, da hat eine politische Partei Bilder eines Fotografen genommen, groß auch seinen Namen drunter geschrieben. Da waren wir jetzt mit dem, die hätten es zwar richtig gemacht, nur der wollte nicht, dass er es verwendet oder dass die Partei das verwendet. Und der ist natürlich dann damit zeitig das auch einen immateriellen Schadenersatz, weil er sagt, dadurch ist er halt persönlich extrem gekränkt, weil jetzt alle Leute glauben, er hat mit dieser Partei zusammengearbeitet. Man kriegt das doppelte angemessene Entgelt, wenn man den Schaden nicht nachweisen kann. Das ist auch immer ganz gut. Man kann die Herausgabe des